Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet, Leute. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, das wäre doch viel lieber von euch. So, und wir legen heute los mit dem Plan, den ich gestern schon vorgeschlagen hatte, nämlich, heute machen wir eine Armee und kämpfen damit gegen Bosse. Ich muss noch so einen Boss-Spawner bauen und dann machen wir da, ich hoffe, ich habe die ganzen Kram überhaupt für Bosse zusammen, aber sonst machen wir halt irgendwie welche von Gaia oder so. Also irgendwelche Bosse werden wir schon finden. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil das zumindest zwei oder drei Leute gesagt hatten, dass wir Bulbdogs machen. Und ich dachte, Bulbdogs wäre einfach eine mega, mega lustige Idee. Und davon gibt es halt vier verschiedene Sorten. Aber ich finde die Wein ziemlich, ziemlich kacke, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich würde die Frozen, die Guardian und die Noctis nehmen und davon halt so ein Team zusammenstellen. Ich glaube, das wäre mega lustig, mit so mega vielen Bulbdogs von verschiedenen Sorten rumzurennen. Mein Plan war da, dass ich immer ein Männchen und ein Weibchen zähme, die einmal paare, damit ich da einmal imprinten drauf kann mit dieser komischen Potion da, damit die direkt imprint haben und groß sind. Und dann mache ich das bei allen drei Sorten und dann danach versuche ich die zu klonen. Kennt ihr noch diesen Klonen-Bug, den man machen kann, dass man die in so eine Kryokammer packen kann und dann kann man die in so eine Upgrade-Station packen und kann dann Blueprint von machen und dann kann man die wieder craften und dann crafte ich da ganz viele von und dann haben wir unsere Armee zusammen. Ich dachte, für so einen Trollkram kann man das schon mal machen. Von daher, das ist auf jeden Fall mein Plan, dass wir das heute machen und ich glaube, das wird mega, mega sick. Ich muss halt super, super viele Sachen zählen und so dafür. Aber ich glaube, das wird sich am Ende lohnen und das wird echt super, super cool. Was hältst du davon, David? Meinst du, das wird cool? Hättest lieber eine Armee von Devins zähmen sollen? Ja, eine Armee von Devins wäre wahrscheinlich ein bisschen stärker gewesen, da hast du schon recht. Aber es geht ja darum, dass wir gerade nicht so starke Sachen nehmen. Ne? Darum geht es halt gerade. Und was ich doch kurz sagen wollte, auf dem zweiten Kanal habe ich jetzt den Primal 4 Stream, den ersten Primal 4 Stream hochgeladen vom Community Server. Und ich lade wahrscheinlich heute noch den zweiten Primal 4 Stream vom Community Server hoch. Wenn ihr euch die angucken wollt oder nachgucken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich habe euch gestern Abend gestreamt und es war super, super lustig und da ist echt viel Scheiß passiert. Von daher, ist auf jeden Fall sehenswert. So, dann würde ich sagen, Leute, mache ich mich auf Bulbdog-Jagd und dann treffen wir uns gleich wieder. Tschüss, gleich. Erster Bulbdog ist gefunden. Oh mein Gott, okay. Wir haben nämlich auch schon Frozen Bulbdog irgendwo gehabt. Und ich meine, ich habe den auch, aber ich glaube, ich habe den in der Kryokammer gepackt. Und ich habe den einfach gerade nicht wiedergefunden. Von daher, dann hätten wir uns eigentlich einen sparen können. Aber egal, holen wir zwei ran. Zack, wir nehmen mal diese Arrows, die habe ich irgendwie noch nie benutzt. Sind die gut? Macht der Sachen? Greift er an? Nein. Oh wow, die sind echt gut. Ja, easy. Der ist schon ausgedockt. Ist hier irgendwas super Böses, wo sie Angst haben? Oh, mach nicht diesen. Nee, der greift nicht an. Ey, das ist ja alles mega chillig. Erster Bulbdog ist zu Hause. Das Ding ist, der zweite, den ich haben wollte, also der zweitstärkste, der gerade auf dem Server ist, der ist Level 300 irgendwas nur. Also das hier ist echt mit Abstand der stärkste und der andere ist ziemlich kacke. Von daher soll ich lieber gleich nochmal gucken, ob wir unseren Frozen Bulbdog wiederfinden, damit wir nicht den super Schwachen zähmen müssen. Aber trotzdem schon mal nice. Erster Bulbdog ist im Haus. Hey, wir brauchen echt nicht den Schwachen nehmen. Zum Glück, ich habe ihn wieder gefunden. Bobby, du bist dran. Zack. Nice. Jetzt ist es anscheinend ein beides Männchen. Oh nein. Okay, dann müssen wir nachher noch einen umändern. Dann müssen wir nachher mal so ein Dings machen. Wie heißen die Dinger auch noch? Mutator. So heißen die Dinger. Aber dafür muss ich erstmal wieder den normalen Replicator aufstellen. Ich hoffe, ich hier noch drin habe. Ja, habe ich. Und dafür muss ich dann ein S-Plus-Mutator machen. Oh Mann, das ist schon wieder alles mega kacke. Aber auf jeden Fall. So, die Froze-Dinger sind schon mal gesichert. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter zu den nächsten. Und das wären die Guardian-Bulldogs, glaube ich. So, zack, zack, zack. Eben aber gucken. Frozen haben wir. Dann kommt jetzt Guardian. Das ist auch wieder nur ein 380, der nächste. Das ist ein bisschen belastend. Aber ich glaube, den müssen wir nehmen. Wir haben keine andere Wahl. Von daher machen wir es einfach. Obwohl, ja doch, doch, das ist unsere. Ach, ich könnte die vorher klonen und dann. Das ist auch doof. Nein, wir machen das offiziell, wir machen das vernünftig. Wir zählen da zwei Stück von und dann paaren wir die. So, die beiden hole ich ran und dann treffen wir uns gleich wieder. Da ist unser Bulldog Brudi. Oh mein Gott, jetzt sieht man die gar nicht mehr. Oh nein, 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 nein. Lass sie, greif mich an, greif mich an, greif mich an. Bitte greif mich an. Oh mein Gott, mach nicht diesen, ey. Nicht unser einzig guter Bulldog auf dem Server, töte ihn bitte nicht. So, zack, jetzt wollte ich schon mal eine Kryokammer fangen. Warte, wo sind die Pfeile? 7, so, zack. Und da frisst das. Liegst du direkt? Och, wie die ganz knapp immer nicht liegen hier. Da kriegst du auch einen. Easy, Guardian Bulbdog ist im Haus. Ich weiß gar nicht, wie stark die sind. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Aber der Frozen Bulbdog war ja schon relativ stark. Der Brudi hier... weiß ich überhaupt nicht. Also der Guardian Rex war ziemlich kacke, das weiß ich noch.
Von daher, ich erwarte nicht zu viel von denen, aber ich wollte einfach eine bunte Mischung an Bulkblocks haben, weil es ein bisschen cooler ist, finde ich. So, den haben wir auf jeden Fall schon mal. Holen wir den zweiten ran. Ich finde gut, dass das hier so mega übersichtlich ist. Hier einen Bulbstock zu finden, ist ja mega einfach nicht. Oh mein Gott, Alter. Hier ist ja alles dicht gewuchert. Hier war ich so wenig unterwegs. Ich kenne mich null aus. Und diesen Bulbstock zu finden, ist einfach die größte Kunst gerade. Oh, 74, 76, da war ich ein. Oh mein Gott, was hier auch abgeht. Hier ist einfach absoluter Abriss, wenn der Bulbstock nicht schon lange tot ist. Ist er nicht? Oh mein Gott, er lebt. Brudi, du lebst. Bleib aber hier oben, bleib 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 hier oben. Ah, nein, nicht wegrennen, nicht runterrennen. Oh, du liegst direkt. Perfekt. Was auch immer da abgeht, ich will da gar nichts mit zu tun haben. Haut ihr euch weiter die Birne ein? Ich hau hier einfach Filet rein und gönn mir den Bulldog. Meinen neuen Super Bulldog, der nur Level 83 ist. Eigentlich ein kleiner Reinfall, aber lass nicht drüber reden. So, zack. Bulldog ist gezähmt. Bitte passiv und bitte ganz schnell nach Hause. Und dann holen wir uns als nächstes Noctis ran. Ich weiß gar nicht. Ist Noctis so crazy? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich feststellen, wahrscheinlich. So, tschüss, durch. Ich habe gerade noch was Neues gefunden an unserem absoluten Lieblingsort hier, nämlich einen Mr. Quarkus Level 65. Und die sind, glaube ich, ziemlich nice, wenn ich mich daran erinnern kann. Irgendwie können die so Eier werfen oder sowas, während die fliegen oder so. Von daher, ich will den. Oh mein Gott, der ist. Warum ist der da hinten ausgenockt? Ist der tot? Was ist passiert? Hä? Hä? Weiß ich irgendwas nicht über diesen Griffin? Habe ich gerade AOE irgendwie gemacht? Habe ich gerade AOE gemacht? Ich habe keine Ahnung wie. Aber der ist ausgenockt. Irgendwas weiß ich nicht über Rose. Rose, hast du geheime Kräfte, von denen du uns nichts erzählt hast? Warum hast du uns nichts davon erzählt? Aber Mr. Quarkus geht's gut und das ist die Hauptsache. Und wir werden jetzt sowas von irgendwas überrannt. Nee, doch nicht. Alles gut, ist nur ein Oviraptor. Was ist der auch noch? Oh nein, der ist diese Kibbel, ne? Ja, easy. Schon fertig gezähmt. Mr. Quarkus, den nehmen wir nicht mit in die Armee erstmal. Kann sein, dass wir von denen nochmal eine einzelne Armee machen. Aber der ist sick und den wollte ich nicht stehen lassen. So, ab nach Hause mit dem. Und ich muss jetzt auch mal mit Rose ein bisschen rumtesten. Irgendwas war da ziemlich komisch. Wo ist Rose hin? Da. Ich finde es gut, dass wir hier so viel sehen kann. Hä, kann der so ein Sturzflug irgendwas AOE-Angriff? Habe ich irgendwas falsch gemacht die ganze Zeit? Wie habe ich das getan? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Oder war es irgendwas anderes? War es irgendwas anderes drumherum? Das kann auch sein. Ich bin gerade Rose. Du machst Sachen, die kann man einfach nicht verstehen. Das war super komisch. Egal, ich probiere ein bisschen weiter rum und guck mal, wo die Noctis-Heinis sind. Kleiner Fail. Ich habe gerade die Bulldogs näher zusammengestellt und auf einmal sehe ich, dass die einen Mate-Boost haben. Nämlich ist Bobby ein Weibchen. Oh mein Gott. Ich habe gar nicht nachgeguckt, weil ich dachte, der ist Bobby, ist eh ein Männchen. Aber ich gebe den einfach immer irgendwelche Namen. Von daher gucke ich gar nicht drauf, welches Geschlecht das ist. Auf jeden Fall, Bobby ist ein Weibchen und das hier sind auch Männchen und Weibchen. Von daher, wir müssen jetzt Glück, wenn ich jetzt auch noch Männchen und Weibchen bekommen würde, dann bräuchte ich nicht mal den ganzen Kram da machen mit dem Replicator. Das wäre ja ganz angenehm. So, hier soll unser nächster Kollege irgendwo sein. 55. Ah, da ist er schon. Oh mein Gott. Da, bitte alle Ruhe hier. Ruhe im Karton. Es rappelt im Karton. Dun, 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 dun. So, zack. Und dann, der sieht ja crazy aus. Hä? Hatten wir davon schon mal einen? Ich glaube nicht. Von daher mega cool, dass er jetzt auch hier in die Armee kommt. Und dahin ist noch einer. Vielleicht können wir den sogar direkt mitnehmen. Bist du direkt ausgenockt? Ja. Welches Level ist der denn? Oh, 180. Du bist halt ein Larry, ne? Ach, warum kannst du nicht gut sein, Bruder? Oh, es tut mir so leid. Ich nehme doch nicht mit. Du hättest mit in den Krieg ziehen können, aber so nicht. Braucht ihr irgendwas Bestimmtes? Um zu zähmen? Nö, nur Fleisch. Oh mein Gott, nein. 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 Dinge passieren, Leute. Dinge passieren. Ah, ist nur ein Dill. Okay. Dinge passieren doch nicht. Ein paar Schritte zurück, nicht, dass ich ihn haue. So, zack. Ich dachte, es passieren schon wieder schlimme Dinge. So, zack, geben wir dem Essen. Da hole ich den nächsten noch so ran. Das brauche ich euch ja nicht zeigen. Ist ja nicht die große Kunst. Und dann werden die alle gepaart. Und dann werden die imprinted. Und dann werden die geklont. Bis gleich. So, Leute, wir haben alles zusammen. Ich musste dann doch noch die Mutatoren bauen, weil der eine Kollege hier ein Männchen war. Natürlich, ich kann ja auch nicht einmal Glück haben. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall das Geschlecht geändert. Das ist das auch Männchen und Weibchen. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir nur den hier nicht an, weil den können wir nicht. Und beim Rest schmeißen wir jetzt einfach mal so nebenbei an. Vielleicht kriegen wir noch eine Farbmutation oder sowas. Ist jetzt nicht super wichtig, aber können wir einfach machen. Zack, zack. Und dann stellen wir alle auf Wand an und dann geht's los, der Lachs, Alter. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ich muss nur rechtzeitig das Force Field ausmachen. Nicht, dass uns die Babys um die Ohren fliegen. Das wäre vielleicht nicht so ganz cool.
Zack. Oh, hier das zu finden bei den ganzen Auswahlmöglichkeiten ist gar nicht so easy. Zack. Da. Oh, ich dachte, ich habe Wandern aktiviert. Was passiert hier? Was war das? Als wenn hier Schleswig wäre. Das war so ein komischer Sound gerade. So, zack, zack. Könnt ihr auch paaren? Bitte sagt mir, dass die paaren können. Paaren die? Paart ihr? Ja, ihr paart. Nice. Paart ihr auch? Ja, ihr paart auch. Super. Und ihr? Ihr auch? Nice. Let's go. Okay, ich weiß nicht, ob die schwanger werden. Ich denke mal, die werden schwanger. Ja, muss eigentlich. Und dann kommen wir wieder, wenn das Baby rauskommt, würde ich sagen. So, Leute, es ist jeden Moment soweit. Das erste Baby dürfte gleich rausschießen. Ich hoffe, ich habe meine Instagram-Post dabei. Komm schon. Komm schon. What? Nein, ich habe vergessen auszuschalten. Nein, 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 nein. Ausschalten, ausschalten, bei den anderen zumindest. Wo ist das Baby wohin geflogen? Oh mein Gott, das ist das Lampukes da geflogen. Ach nee, es ist hier, es ist hier. Alles gut, Leute. Baby ist safe. Mir wird nie Scheiße mit irgendwelchen Babys passieren. Niemals. Alles gut gelaufen. Die brauchen unbedingt was zu essen. Habe ich irgendwie Fleisch dabei? Hoffentlich. Zack. Ich mach die eh gleich großartig. Also verhungern werden die nicht. Zack. Hier, nimm du auch ein bisschen Fleisch, einfach weil ich ein gutmütiger Mensch bin. Hier, da, zack. Nur das Beste für dich, Brudi. Und hier ist unser letzter Krieger. Sehr, sehr nice. Oh, sind die süß. Oh mein Gott, die sind so süß. Guck dir das an. Oh, die sind einfach richtig niedlich. So, zack, zack. Oh, ich finde die gerade zu niedlich. So, machen wir einmal so. Guck dir das an. Oh Gott. Die sind einfach viel zu nice. Da muss ich einmal hier. Och Gott, das sieht einfach so nämlich aus. So, dann würde ich sagen, machen wir die aber groß. Auch wenn ich das gerade echt super ungern mache. Muss ich Wandern ausstellen bei denen? Ich glaube nicht. Nein, muss ich nicht. Das ist so cool. So, zack. Insta-Grow Potion. Eigentlich will ich das, mache ich es echt ungern. Aber jetzt hat er 100% Imprint und ist groß. Wow, ist so groß. Holy. Das sah null so aus, als wenn er so groß wird. Ich hatte das gar nicht in Erinnerung so. Dass die so krass groß sind, Alter. Das kommt doch gar nicht so vor, wenn die so klein sind. Was zum Teufel? Und der letzte Brudi auch noch hier. Zack. Und Leute, das sind unsere Krieger. Das sind unsere Krieger. So, dann wollen wir gleich mal. Ich mache die auf jeden Fall auch selten. Ich weiß nicht, ob die selten mit kopiert werden, wenn ich die in die Kryokammern hau, ich glaube schon, und dann level ich die Feuer komplett aus, damit ich das nicht bei allen machen muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit einer Armee von Bulbdogs und bei einem Bossportal wahrscheinlich. Bis gleich. Hey Leute, läuft super bisher. Also allein schon die Vorbereitung für das Ganze dauert einfach ewig. Ich darf nämlich gleich auch noch alle wieder aufwecken und bei allen die Kryokrankheit abwarten. Von daher, also gefühlt allein schon für das Vorbereiten dieser Folge habe ich so lange gebraucht, wie schon ewig nicht mehr. Also ich hoffe wirklich, dass euch das gefällt. Sonst war das alles hier umsonst. Oh mein Gott, das war einfach so viel. Aber ich werfe die Dinger einfach raus, weil die kann ich schneller neu craften, als dass ich die hier wieder für irgendwas benutze. So, nächste Reihe voller Bulb Dogs. Ich habe von jedem 10 gecraftet. Und ja, also wir haben 30 Bulb Dogs am Ende. Und dann, die muss ich alle noch aufwecken. Ich habe gerade schon Poison Eraser nachgecraftet, damit ich die auch alle aufwecken kann. Und es ist alles ein bisschen sehr stressig, aber ich glaube, dafür wird es auch lustig. Hoffe ich zumindest. Ich habe auch die Säcke geupgradet und ich weiß nicht, ob die mit kopiert wurden. Das kann ich mal kurz gucken. Ja, die Säcke sind halt unnormal. Also unnormal, unnormal, unnormal. Das ist schon mal ganz cool. Aber ja, es ist echt ein bisschen crazy, was ich hier noch alles zu tun habe. Vor allem muss ich gleich erstmal gucken, ob ich genug Sachen für Bosse habe. Das kommt auch noch dazu. Aber Leute, wir kriegen das hin. Wir haben hier ein paar Bulbdogs rumliegen. Unsere Armee ist auf jeden Fall am Start. Und ich freue mich schon drauf. Ich glaube, das wird super, super lustig. So, bis gleich. Eine Ewigkeit später. Hab gerade ein kleines Problem festgestellt. Ich habe alles soweit vorbereitet, habe den Bosshammer aufgestellt. Da ist mir aufgefallen, ich brauche ein Artefakt. Und ich habe keinen Plan, wo hier Artefakte sind, aber ich meine, dass ich hier mal eins gefunden hatte in dem Stream. Von daher bin ich hier jetzt mal einfach reingeschwommen. Ich bin jetzt unter Wasser unterwegs und hoffe, dass hier gleich ein Artefakt ist. Und dann nehme ich mir das einfach öfter mit, damit wir die Bosse machen können. Leute, für diese Folge musste ich so viel machen. Ich hoffe, wie ich, dass euch das gefällt, Mann. Das wäre so mies, Alter. Ich sitze bestimmt schon 3 Stunden am Aufnehmen und ich mache eins am anderen. Das ist einfach viel zu crazy. Aber ich hoffe, wir packen das alles und ich hoffe, dass hier gleich irgendwo ein Artefakt ist, weil sonst weine ich, weil ich bin mir nicht mal sicher, ob das hier war. Aber ich glaube schon. Und dann können wir auf jeden Fall. Oh, hier ist ein Artefakt. Zum Glück, ey. So, und dann stelle ich hier gleich irgendwo in der Nähe einen Teleporter auf, dass ich mir das die ganze Zeit wieder abgrapschen kann. So, Artefakt der Tiefe.
Leute, hätte ich jetzt ein Schulterdino dabei? Kann man das überhaupt noch machen? Dass man die ein Schulterdino steckt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Teleporter stelle ich hier auf. Den habe ich eigentlich dabei. Ja, und dann hole ich mir ihn noch ein paar Mal öfter ab. Und dann, würde ich sagen, geht's weiter mit dem Boss, Leute. So, Leute, es kann endlich losgehen. Ich habe alles drin für fünf Bosse. Wir können fünf Bosse machen, also alle fünf Ancients oder wie auch immer die heißen. Oder ne, Mythicals heißen die jetzt, glaube ich. Und hier ist unsere Wolfdog-Armee. Sie ist bereit für den Kampf. Alle ausgelevelt, alle dicken Seiten drauf. Eigentlich mächtiger können die fast nicht werden, würde ich sagen. Und ich glaube, ich wollte den Drachen so ein bisschen im Hintergrund stehen lassen, dass ich zur Not, falls irgendwas super schief gehen sollte, dass ich mich noch wehren kann, hoffentlich. So, bitte werd nicht mitgewisselt jetzt. Drache, wurdest du mitgetroffen? Nee. Supi, guckt euch das an, oh mein Gott, auf diesen Moment habe ich so lange hingearbeitet, oh mein Gott, so, was soll jetzt noch schief gehen, Leute, was soll jetzt noch schief gehen, ich werde gleich so weggeknechtet, das könnte schief gehen möglicherweise, vielleicht soll ich mich lieber auf den Drachen setzen, obwohl, ich muss echt erst den Boss spawnen, und ich habe ein bisschen Angst, dass wir unterwegs Bulldogs verlieren, aber die halten sich anscheinend ganz gut, die Brudis, nice. So, ich habe nämlich extra auch zweimal Movement Speed geskillt, dass die 500 Movement Speed haben. Also, die sind relativ fix unterwegs. Ich dachte nämlich, wenn das so Bosse sind, die so zurückhauen oder so, dass. Oh mein Gott, Alter, guck dir das an. Dass die da schnell wieder hinrennen können, um weiterzuschlagen. So, das war auf jeden Fall so der Plan. Ich habe keine Ahnung, ob der ganze Plan aufgeht. Ich bin stuck in Bulbdogs. Wir werden es sehen, Leute. Wir werden es jetzt sehen. Offiziell, der Test startet. Bulbdogs gegen Bosse. Ich hoffe, ich komme schnell genug raus gleich. Ich bin nämlich so stuck. Bigfoot. Komme ich hier raus? Ich komme raus. Sehr gut. Oh, wow, hier sind noch mega viele. Oh, kommt alle mit, Leute. Der Kampf beginnt gleich. Ich hoffe, ihr seid bereit. Das ist der große Kampf, Leute. Guckt euch das an. Oh, da hinten sind welche stuck. Das gefällt mir nicht so gut. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier geht gleich ein Bosskampf los, Leute. Ihr müsst gleich voll rein in die Olga. Wie die auf meine Flügel springen, was ist denn mit denen? Auf einem Drache soll ich zumindest sicher sein, hoffe ich mal. So. Ich bin so gespannt. Leute, Angriff. Aber absoluter Angriff. Alle rein. Heck, treffen die nicht? Nein. Nein, sag mir nicht. Nein. Warum treffen die denn nicht? Oh nein, jetzt greift er. Oh, jetzt ist kritisch, jetzt ist kritisch. Warte. Ich will sagen, Bulldogs. Nein. Oh, sag mir nicht, das ist ein Fail. Und wo ist mein Drache hin? Ich habe keine Ahnung, wo mein Drache ist. Und sind das alle Bulldogs? Das sieht gar nicht so viel aus. Leute, bitte haut ihm eine runter. Die könnt ihr einfach nicht angreifen. Leute, ich weine gleich. Ich weine gleich wirklich. Drache, wir müssen den hier einmal erledigen. Es geht nicht anders. Oder müssen wir nochmal einen anderen testen? Oh mein Gott, nein. Können die überhaupt so angreifen? Oh mein. Das muss, oder? Natürlich. Oh nein, Leute. Wenn das ein Fail ist, dann bin ich so enttäuscht. Jetzt kriegen meine Bulldogs da vorne drauf. Oh, die kriegen nicht mal Schaden gerade. Okay, der hier war ja. Easy peasy. Leute, habt ihr überhaupt mitgeholfen? Ich glaube nicht. Kriegt ihr viel Schaden? Das würde ich gerne wissen. Kriegen die viel Schaden? Wie sieht euer Leben aus? Die sind alle full life. Also alle, die ich jetzt so sehen kann, sind alle fast komplett full life. Einer hat ein bisschen Schaden. Achso, das war der Drache. LOL, ihr seid alle full life. Leute, da müsst ihr auch kämpfen. Ihr müsst. Oh mein Gott, Alter, ich bin mit so vielen Bullblocks rumknutschen. Oh, soll ich einfach. Der Drache, der wird halt eh nix so. Aber Rhino oder Giga? Ich mach mal Giga. Giga, der haut ja auch direkt drauf, oder nicht? Ich hoffe aufs Beste. Ich hoffe einfach, dass es da was wird. Alter, Leute, ich bin so enttäuscht, dass es nicht klappt. Ich hätte jetzt einfach mal die auf was anderes schicken können. Oh, das wäre super smart gewesen. Aber wir versuchen jetzt erstmal den Giga. Wenn es nicht klappt, hauen wir den mit dem Drachen einen rüber und dann testen wir mal, ob wir die zumindest auf was anderes schicken können. Och, Mann. Oh, ich bin so enttäuscht. Och, Mann, wenn das nicht geht, ne? Ging das nur, weil er so groß ist, nicht? Die anderen Bosse sind nicht viel kleiner, ne? Oh, please. Bitte klapp jetzt. Bitte. Bulldogs Angriff. Bitte. Oh mein Gott, der macht Schaden.
Ey, lass mal mit Dr. Brunis in Ruhe. Lass mal der Armee in Ruhe. Bitte. Oh mein Gott, die kriegen diesmal richtig Damage. Oh mein Gott, da sind welche gestorben. Jetzt schon? Oh mein Gott, wie viele draufgehen? Nein. Meine Bulldog-Armee. Oh nein, ich glaube, da sterben noch mehr, oder? Leute, wie sieht's aus bei euch? Erzählt mal. Obwohl, die meisten haben noch recht viel Leben. Also, die kriegen voll auf die Fresse. Aber die greifen einfach nicht an. Warum denn? So, ihr müsst einfach hier stehen bleiben. Ich muss einmal den Drachen nach Hause schicken. Oder rennen wir so ein bisschen rum und testen mal so. Oh nein, hier stehen auch noch welche rum. Drache, wir müssen ein paar Schritte nach vorne. So, zack. So, Drache kommt nach Hause. Alter, ich bin so enttäuscht worden. Oh, krieg ich zumindest ein Mitleids-Like, Leute. Das wäre ja schon mal ganz nett. Och, nee, ey. Oh, ist das belastend. Och, Mann, ich hatte mich so gefreut. Die ganze Vorbereitung. So, Leute, ich muss mal fliegen. Sonst wird das gar nichts. Bitte sag mir, dass die andere Sache angegriffen werden können. Das wäre sonst... Alter, guck dir das an. Allein dafür hat sich das schon so ein bisschen gelohnt, muss ich sagen. Die greifen einfach gar nicht an. Die kuscheln nur mit denen. Ist das, weil es zu viele sind? Das kann nicht, oder? Kann ich die auf... Die versuchen anzugreifen. Das ist so komisch. Team, kommt mit. Och nee, ey. Leute, hätte mir das nicht jemand vorher sagen können. Also die Schildkröte, die müssen die auch treffen, oder? Leute, voll drauf. Drauf. Ja, wow, what? Die Schildkröte haben sie getroffen. Oh, wow. Nee, 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 nicht hinter dem her. Das lassen wir. Fliegen könnt ihr leider nicht. Oh, wow, Lava Golem. Könnt ihr den Lava Golem besiegen? Ich habe keine Ahnung. Greift an. Ich treffe den nicht. Die sind einfach zu dumm. Meine Bulldogs sind einfach zu dumm. Ist das belastend. Aber ich fühle mich wie so ein King mit meiner Armee hier. Ey Leute, haut dem mal heftig eine runter, bitte. Irgendjemand müsste ja mal eine runterhauen können, oder? Guck mal, wie der eingesperrt ist. Der kann einfach nirgendwo mehr hin. Easy Kill danach. Einfach easy Kill. Raptor? Den Raptor haut ihr eine runter, Leute. Komm schon. Ach, ist das belastend. Haut ihr dem eine runter, könnt ihr was überhaupt angreifen? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, wo schießt ihr denn ganz hin? Oh, hier vorne ist der Gegner. Okay, alles muss man selber machen. Ich merke schon, auf euch ist einfach kein Verlass. Junge, wo der eine fliegt. Alter, der eine fliegt da hinten ganz. Was ist das denn? Oh nein, ich muss meine Bulldogs wieder einsammeln. Die finde ich ja... Hier, guck mal. Guck mal, der nur noch kann nichts so werden. Oh doch, scheiße. Oh nein. Oh, ist das belastend. Oh mein Gott, das ist so belastend. Aber ich liebe meine Bulldog-Armee trotzdem. Irgendwie hat es sich trotzdem gelohnt, aber die Bosse konnten wir nicht so richtig wegballern. So, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, bitte positiv bewerten. Das wäre super, super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi.